finde den Apotheker. Da oben ist eine Fackel. Die hat er jetzt geschnappt. Ey, was ist das denn für ein geiler Effekt? Das ist ja... Nehmen wir alles mit hier. Das ist ja geil mit dem Licht- und Schattenspiel hier. Herzliches Hallo, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Pile of Shame minus 1 mit Tomaniac. Ja, ich bin dabei, mein Pile of Shame abzubauen, sei es Sachen, die auf Good Old Games sind, wie dieses Game hier namens Apotheon, da kommen wir gleich zu, als auch in meiner Steam-Bibliothek oder was ich sonst noch auf der Festplatte habe, beziehungsweise auch Original-PC-Games. Also das sind alles PC-Games, um die es sich hier dann drehen wird. In den nächsten Pile of Shame Folgen oder auch in denen, die ihr schon gesehen habt, alles PC-Games, die unter Windows 10 hoffentlich alle noch laufen oder über DOSBox oder so, je nachdem, was da noch kommt. Und ich habe einfach mal wieder Bock drauf, hier den Stapel abzuarbeiten, und ich kriege langsam mal wieder Lust, Videos zu machen, und es wird jetzt demnächst wohl einiges mehr an Pile of Shame Games zu sehen geben. Ja, und heute sind wir hier dran mit einem Game namens Apotheon, und das habe ich bei Good Old Games gefunden. Und was mich hier wirklich fasziniert hat in diesem Spiel, ist der Grafikstil. Der ist nämlich von der Art her, wie man es hier schon sieht, dem nachempfunden, wie man das so auf dieser, wie soll man sagen, altgriechischen Töpferware und sowas schon mal so, wie man das von daher kennt. Und jetzt wollen wir hier mal das Ganze starten. Ich fange mal vorne an. Und zwar nehmen wir mal hier eine Kampagne. Gehen es wirklich mal ganz von vorne los. New Game. Und ich nehme mal U-Slot 2. The gods have abandoned you. Passend dazu ein bisschen Wein. Is now gone. The sea gives only water. The woods give only wind. The earth gives only dust. Even the midday sky gives only twilight. And with their shepherds gone, the sheep fall prey to wolves. Without the gifts of Olympus, you are lost to the darkness. Also ich muss sagen, ich fahre voll auf diesen Grafikstil ab, weil das ist mal wirklich was Spezielles, was man so vorher noch nicht, also ich habe sowas in der Art vorher noch nicht gesehen, muss ich sagen. Es ist wirklich richtig geil gemacht. So, da haben wir das Tutorial. Mit dem linken Analogstick, ich steuere das übrigens hier mit dem Xbox 360 Controller. Und so, geht ab. Man moved mit dem linken Analogstick. Man kann sich auch ducken. Das ist, wenn man A drückt. Dann kann man auch springen. Was machen wir hier gerade? Stick nach unten und A drücken. Dann lässt man sich hier runter. Hier kann man hochspringen. Mit X kann man hier seine erste Waffe aufnehmen. Dauert einen Moment. Da haben wir es. Und dann haben wir da auch so eine Aktionsleiste. Wenn man X gedrückt hält, kann man hier die Türen aufmachen. Da haben wir noch ein Messer zum Mitnehmen. So, mit der rechten Schultertaste kann man zustechen. So haben wir ja so praktisch schon mal das. Still amongst the living. Now
Watchmen didn't even see their ships through the darkness. These Raider scum will take everything we have. They're taking prisoners, invading houses, and burning anything they can't pillage. I need you wherever you can stick a blade. Gut, da haben wir unsere Mission. Und hier kann man sich die Karte angucken, anscheinend mit Beck. Secure the village! Da sieht man so ungefähr die Karte. Hier kann man einfach Stick nach oben bewegen und dann da hochklettern. Ich muss da runter. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier in die richtige Richtung laufe. Na, guck mal da. Man kann hier Zutaten aufheben. Da habe ich jetzt Blätter. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann man nachher auch Tränke brauen. Meine ich gelesen zu haben. Und dann gehen wir mal weiter hier runter in den Keller. Nee, runter. So. Da ist eine Tür. Kriege ich die auf? Yep. Enter the Blacksmith. Ja, was haben wir denn da? Wollen wir mal gucken. Man sieht, man hat so ein bisschen auch freie Beweglichkeit. Das könnte so ein bisschen Metroidvania-Style sein. Hoplon-Schild. Nimm mal mit. Ah, mit der linken... Warte mal. Da kann man was aussuchen. Ne? Aha, so kann ich das equippen. Also mit L1 sozusagen hier oben mit. So, damit. Da kann man damit das Ganze dann anlegen oder ab. Okay, das mal angelegt. Und mit der linken Taste so. Ah, dann kann ich blocken. Okay, also mit der blocken. Das, denke ich mal, wird irgendwann wichtig sein. Hä? Boah. Ja, da habe ich geblockt. Wie komme ich denn da? Ah, da unten ist meine Health. Unten in der Mitte. 90. Ah, ich kann da hoch. Gut. Man kann hier tatsächlich auch alles irgendwie zerklopfen. Was haben wir denn da? Statuette. Ah, das gibt Geld. Also ich finde diesen Grafikstil echt sehr cool, muss ich sagen. Upsa. Versuch's doch. Over here. Boah, der hat einen ganz schönen Rückstoß. Bloody you. Das nehmen wir alles mit. This one's mine. Was ist das da? Du Dorf hier, da brauche ich was. Okay. Was geht hier ab? I can still crack it like the old day. Why are you standing there and nothing but your skin? That thick skull of yours as good as a helmet. I think I got some old leathers in the back you can wear. Grab me that coin box, would you? I want to make sure you can cover the costs. Aha. Okay. Das heißt also, da kann man hier irgendwo eine Rüstung finden anscheinend. Oder was ist hier? Here, try these on. Cover up that greasy hide of yours. Aha, ich habe 121 Gold, das sieht man da oben rechts. Und jetzt kann ich hier Rüstungsteile kaufen. Armschoner, eine Kappe, Beinschutz, Thorax kostet 10. Okay.
habe ich jetzt anscheinend gekauft. Ich muss mal gucken, wie man das anlegt. Kann ich das alles anlegen? Schmied. Zeig mal. Also nicht da. Oh, ich habe meine Waffe geschmissen. Das habe ich übrigens mit R1 gemacht. Also mit hier oben habe ich meine Waffe geworfen, habe ich gerade festgestellt. Wie könnte ich denn die Sachen anlegen? Da ist Blocken. Da ist das Zeug. Mit dem D-Pad übrigens. Ja, ich muss mal gucken, wie das geht. Damit schaltet ihr dann die Waffen durch. Ja, da unten links ist ja auch das Symbol dazu. Nö, hätte man drauf kommen können. Jetzt habe ich bloße Fäuste, jetzt habe ich das Schwert und man sieht, das ist schon gecrackt irgendwie. Aber ich überlege gerade, wie ich die Rüstungsteile anziehe. Ah, mit Y kann man Heiltränke schlucken. Was ist denn mit B? Ah, eine Rolle! Gerade was gelernt. Ausweichrolle. Mit X war ja Sachen aktivieren und mit A ist die normale... Sprung ist mit A. Okay. Aber wie konnte man denn... Ah, auf den Startbutton komme ich ins Inventory. Kann ich da meine Sachen anlegen? Ich nehme mal an, das sind alles Sachen, die ich jetzt angelegt habe, automatisch. Was passiert denn, wenn ich jetzt das Steuerkreuz drücke? X. Ah, die habe ich automatisch angelegt, so wie es aussieht. Okay, dann gehen wir mal weiter. Zit. Gucken, wie komme ich hier wieder raus? Da ist X. Tür auf. Ah, da geht es wieder nach draußen. Okay. Objective complete. Ja, wie komme ich denn jetzt wieder raus? Ah, jetzt bin ich draußen. Okay. So wie es aussieht, sind meine Ziele durch die Pfeile da gekennzeichnet. Also einer ist hier irgendwie links. Wie kommt man da hin? Mal sehen. Also ganz offensichtlich kann man sich wirklich aussuchen, wo man lang will. Ah, 20 Health. Aha. Keine Ahnung, wie ich nach links komme. Ah, da kann man hochgehen. Das ist locked. Okay. Wo könnte man denn noch hin wollen? Nektar auf Feeling. Nehmen wir das mal mit. Enter the Academy. Da muss ich anscheinend auch rein. Finde den Apotheker. Da oben ist eine Fackel. Die hat er jetzt geschnappt. Ey, was ist das denn für ein geiler Effekt? Das ist ja... Nehmen wir alles mit hier. Das ist ja geil mit dem Licht- und Schattenspiel hier. Jetzt habe ich die Fackel anstelle des Schildes. Ah, ein Helm. Also ich muss sagen, das ist richtig genial gemacht. Dieser Grafikeffekt, der gefällt mir richtig gut. Sieht aus wie ein Hörsaal hier. Ist da unten noch irgendwas Interessantes zu sehen? Nee. Mitnehmen. Yep.
wir wieder ein frisches Schwert. Okay, ab nach oben. Da liegt auch noch eine Fackel rum. Also LB Offhand. Aha, da kann ich wählen, ob ich Fackel oder Schild haben will. Weg mit dir. Röchel. Ah, hier kann man hochgehen. My chemtrails. I doused all the lamps and hid up here before they could find me. I'm fine, but you look dreadful. Come closer, my boy. Here, let me show you how to mix a soothing tonic for your wounds. Aha. Hier kriegt man das beigebracht, wie man ein Heilding bastelt. Also man braucht so ein Blatt und so ein Fläschchen. This makey fluid will dull pain and mend grievous wounds. Restores 50 health. Okay. Und Feuer, griechisches Feuerrezept. Okay. Da gibt es auch nochmal die Blätter zum Aufsammeln. Prestato go into Craft Menü. Okay. Craft. Start. Craft Menü. Nectar of Healing. Da kann ich was machen. So wie es aussieht, habe ich da auch die zwei Blätter und das Ganze zur Verfügung. Also man braucht zwei Blätter, um Nectar of Healing zu machen. Macht er das, wenn ich auf A drücke? Jawohl, hat er gemacht. Griechisches Feuer. Dazu brauche ich dieses Öl. Das habe ich vorhin irgendwo gefunden. Nach links sieht man meine Zutaten, die ich alle habe. Jetzt ist das verbraucht. Sehr coole Sache. Ich würde sagen, ich mache noch einen Heiltrank. So, jetzt habe ich nur noch ein Blatt. Ich habe 5 Heiltränke. That's it. Okay, weiter geht's. Jetzt wissen wir, wie man Heiltränke macht. Mit Y sieht man da schon diese 5 Herzen. Das sind meine Heiltränke sehr wahrscheinlich, die ich dann alle aktivieren kann. Bei Bedarf. Over here. Stier. Röchel. Ja, tut's weh. Was ist das? Okay, dann geht's hier wieder raus, nehme ich mal an. Ich habe den ja gefunden. Wir wissen jetzt, wie man Tränke baut. Jetzt habe ich da unten links noch was. Der einzige Pfeil, der noch offen ist. Mal gucken, wie man da längs kommt. Secure the granary. If we lose that grain, we've got nothing left. Na, ich hoffe, ich bin hier auf Kurs. Offensichtlich kriegt man keinen Fallschaden. Was ist da passiert? Was ist denn hier hochgegangen in dem Moment? Aha, der Pfeil weist in die Richtung. Sieht aus, als wäre ich hier richtig... Ah, guck mal da. Da gibt es noch was Schönes hier. Heugabel. Die hat er jetzt automatisch angelegt. Warte mal. Hier gibt es ja noch mehr Zeug zum Sammeln. So, und dann ist sie wieder aktiviert. Tja, muss ich runter oder rauf? Das ist jetzt die Frage. Ist ja das, als ob ich hier richtig wäre?
Da gibt's noch mehr Pfeile. Die zeigen alle nach unten. Sieht aus, als ob ich doch nach unten muss, irgendwie. Na gut. Da muss doch da unten irgendwo noch was sein. Bleib da unten. Komm doch. Schlitter. Ja, alle Pfeile führen in diese Richtung. Okay, dann gehen wir da mal hin. Der Kornspeicher. Die Frage ist nur, wo muss ich hier hin? Aha. Hier wird kein Korn geklaut. Ist das klar? Mal gucken, wie viele von den Bastarden man noch erledigen muss. Richtig überrascht. Oh, eine frische Forke. Weil wie gesagt, die Waffen, die man hier findet, die halten nicht ewig. Man muss da immer wieder mal neu. Ach, guck mal, hier sieht man genau, wo die reingekommen sind. Da kommt man offensichtlich nicht hoch. Nicht so ohne weiteres. Ah, vielleicht hier. Jo. Da kann man sich langhangeln. Aha. Oh, sehr akrobatisch, der Typ. Nimm das alles mit. Mhm. Oh. Okay. Da oben sind noch welche. Nix, cut him down. Ich cutte euch down. Splat. Heal mit Y. Wobei ich das jetzt gar nicht brauche im Moment. Ich habe es vorhin per Zufall rausgefunden. Wenn ich jetzt wüsste, ob ich hier alles erledigt habe. Ich gehe lieber da unten nochmal irgendwo gucken. Ne, ich glaube, da habe ich alles. Sieht das, als ob ich die Mission erfüllt hätte. Steht hier nicht genau. Aber es sind keine Pfeile oder sowas mehr. Sieht das, als ob das gut wäre. Wobei, anscheinend ist da immer noch was. Ich glaube, solange da noch Pfeile sind, ist man nicht fertig. Aber wo müsste ich noch lang? Warte mal eben. Press R, bisschen. Ah, wenn ich den rechten Analogstick gedrückt halte. Ah, sieht so aus, als ob ich da oben rechts. Dann kann ich mit gedrücktem Stick kann ich mich umsehen. Aha, okay. Dann gehen wir doch nochmal hier rauf und hangeln uns diesmal nach rechts. Wobei, hier hätte ich es glaube ich gar nicht gemusst. Ja, da ist noch was, Tatsache. Objective complete. Okay, den hatte ich übersehen. Zumindest ist er so freundlich, mir zu sagen, dass ich das dann erledigt habe. Eben, das ist genau wie ich sagte. Solange noch Pfeile da sind, ist die Mission noch nicht erledigt. Ja gut denn. Du jetzt auch nicht. Du hast kein Leben mehr. Du hast es gerade verwirkt. Falsch gedacht.
jump. Auf dem Piratenschiff. Ah, meine Forke ist kaputt. Boah, was hat der fallen lassen? Ja, das kann ich nicht aufheben, ne? Nee, leider nicht. Warte mal, ich glaube, ich brauche die Fackel hier aber nicht mehr. Ja, lieber verteidigen mit dem Schild. Aha, Enter Raider Ship. Aber mal das Piratenschiff hier entern. Rescue the Prisoners. Oh, die Musik hat sich geändert. Kann sein, dass es hier mit einem dickeren Bösewicht zu... ...tun kriegen. Erstmal gucken, was hier ist. Das ist geschlossen, da kommen wir nicht rein. Oh, da schließt die Tür ab. Danke, dass du so freundlich warst, die Tür zu öffnen für mich. Noch jemand ohne Fahrschein? Okay, der kommt nicht. Das scheint eher so dann... Ah ja, genau. B rollen. Wut. Komm doch, mach auf. Shit. Da brauchen wir was. Ein Messer. Die Truhe ist auch verschlossen. Lockpick. Ah, hier sind Lockpicks. Da komme ich so nicht dran. Komme ich mit dem Lockpick hier dran? Die Frage ist nur, wie verwende ich den... Aha, nee, da brauche ich einen speziellen Schlüssel für. Another one for the market. Bet you do well in the arena. Aha. Und er blockt. Okay, mal sehen, wer seine... Warte mal, ich glaube mit... Ich habe eine Idee. Ja, so kann man durch die Deckung kommen. Ja, das war genau richtig. Da ist der Schlüssel. Ich habe den erledigt. Was haben wir denn hier? Ja, ich habe die Gefangenen befreit und jetzt kann ich bestimmt mit dem Bootsschlüssel die Schatztruhe plündern. Die Schatzkammer. Jetzt habe ich ja den richtigen Schlüssel. Das macht er automatisch. Sehr cool. Was haben wir denn hier drin? Ah ja. Nimm alles. Ist hier in der Truhe auch noch irgendwas? Yes, Gold. Lockpick, alles mitnehmen hier. Schwupps. Ich glaube, Sargaris könnte eine gute Waffe sein. Wir nehmen das damit. Das heißt, wir haben jetzt noch ein Objective. Ich würde sagen, das machen wir noch. Find the Hunter. Und dann haben wir, weiß ich nicht, ob wir dann das erste Kapitel durch haben. Ich habe keine Ahnung. Zumindest haben wir hier schon mal das Schiff außer Gefecht gesetzt. Weg damit. Gar nicht erst dazu kommen lassen, dass der ausholt. Schnitzel. Ja, ich bin schon da. Also ich merke gerade, die Rolle, die Ausweichrolle ist praktisch. Ich muss darauf. Okay. Dann gehen wir mal darauf, hä? Was erwartet uns hier? Finde den Jäger. Es lohnt sich doch immer wieder auch mal Sachen zu zerschlagen, ne? Könnte was Brauchbares drin sein.
Oh, da sehe ich Speere. Genau, die Items kann man mit dem Steuerkreuz durchschalten. Ach, da unten, da habe ich das griechische Feuer, da zisselt das rum. Da habe ich die Wurfspeere und da habe ich die Nahkampfwaffen. Ah, genau, mit dem rechten Dings-Schulterbutton kann man dann die Speere auch schmeißen. 10 Stück habe ich an der Zahl. Man kann damit aber auch ganz normal zustoßen. Ich kann ihn auch wieder aufheben. Wie komme ich denn da dran? Der wirft irgendwie nicht nach oben. Doch, mach da. Wie kriege ich den denn jetzt? Gar nicht mehr, ha? Huh? Doch! Jumpen und X. Okay, jetzt ist hier das Tor auf. Ratten. Haha, weggesperrt. Aber ich kann auch damit zustechen. Ich muss nicht werfen. Ich stelle aber fest... Oh, was habe ich denn da weggeholt? Dass das Zielen immer ein bisschen dauert. Went up this morning, didn't see any rabbits, no birds singing either. There was always the bird songs in the mornings. Peep, cheep, cheep, tweet. Lots of rats though. People like rat meat, right? Sauber. I hear the bandits upstairs. Don't you worry, I'll keep all the rat meat safe. Don't worry. I'll keep the wine safe too. Ja. Sehr geil. Artemis must be mad at us. Ah, da oben sind nochmal Speere. Ah, Jagd- und Wurfpfeile, okay. Das Witzige ist, er wirft automatisch drauf. So, komm raus hier. Zumindest wissen wir jetzt auch, wie man Waffen wirft. So, wohin geht's jetzt? Okay. Also hinter dem her. Man sieht eben auch, die Speere haben eine gewisse Lebensdauer. Man kann die also nicht unendlich werfen. Also ich finde den Grafikstil wirklich... Oh, ich glaube, da kommt was Fettes. Oh. Scheiße, der blockt alles ab. Da habe ich aber gerade rechtzeitig. Da geht schon richtig zur Sache, Leute. So alles wieder mitnehmen, was hier rumliegt.
Enter the Temple. Okay. Mal sehen, was erwartet uns hier drin. Vernichte den Tyrannen. Crafting. Gibt's neue Rezepte? Nektar of Healing. Ja, da habe ich noch genug, aber... Und Greek Fire. Da können wir mehrere machen. Okay, Nektar of Healing. Ja, machen wir so viel, wie wir können. Aha, 10 geht Maximum. Okay. Warte mal, vielleicht muss man mit dem griechischen Feuer was machen. Tatsache. Krassizität. Hier muss man tatsächlich noch überlegen, was man... Oh, ein neues Schild. Das klingt nach Action. Jetzt geht's... Boah. Ich glaube, den habe ich irgendwie ziemlich erledigt. habe ich wohl Glück gehabt. Oh, da muss ich da... Ja, ich muss da rauf. Komm doch. Ha! Ja. Nimm das alles mit. Naja, Shield, genau. Pfeile, immer her. Oh! Ah, ich kann ihn... Oh, scheiße. Wie viele kommen da? Na, warte. Der hangelt sich da weg. Spalt. Komm ich da hoch? Ach so, ja, hier. Ah, der legt dann automatisch die Sachen ab, um sich da lang zu hangeln. Okay. Bash, bash. Speer von ihm nehme ich mit. Mhm. Da oben ist jemand. God save us! They sealed the door behind them, but I have the spare key. Take it, take it! Ah, nehmen wir das mal mit. Okay. Und jetzt alles wieder runter. Bin ich gekommen, ne? Gut. Boah. Ich hau dich aus der Luft. Oh, scheiße, ey. Oh, ich sollte nicht einen Trank schlucken in dem Moment, wo ich... Jetzt reicht's aber mal. So, Snatch. Ich muss eben wieder hoch.
Irgendwann kommst du nicht mehr weg, Freund. So. So macht man das. Okay, das war der richtige Schlüssel. Und jetzt? Oh. Snatch. Irgendwie muss ich darauf. Wie komme ich dahin? Ah, hier. Wie gut, dass ich vorhin noch einen Dietrich mitgenommen habe. Ja, nehmen wir doch alles mit hier. Yes, alles besser. Was ist das? Ich hoffe, das ist so eine Art Speicherpunkt. Keine Ahnung. Hydrafang found with heads carved from Hydra bone. These arrows split into three shafts when loosed. Aha! Teilt sich in mehrere Pfeile auf. Da habe ich aber was Spezielles anscheinend gefunden. Coinbox. Okay, ich wollte schon sagen, die Tor kriegt man nicht auf. Sieht aus, als ob es gleich zur Sache geht. Verteidigung. Hier, was haben wir denn da Schönes? Ne, nein. Wieder raus. Ne, dieses Schild kann man nicht mitnehmen. Na gut. Out of my way, peasant! The gods have forsaken you! Resign to your fate! And leave this world to stronger men. Ich glaube, jetzt wird's heftig. Oder ich habe einfach nur gerade richtig Glück, weil ich an der richtigen Stelle stehe. Ja! Ich habe ihn erlegt. Wie geil. Da habe ich aber gerade Gold richtig gestanden, offensichtlich. Alles mitnehmen. Aha, was kommt jetzt? And so, a champion is born. A lone bright ember glowing from within a dying heart. Arise, my chosen. Arise, Nicandrios. Erheb dich. You stand before Hera, fairest amongst all goddesses, divine queen of Olympus. Under the shadow of the mountain, humanity gasps its last breath. The gods have abandoned you. Zeus, king of gods and men, Zeus. My husband, has turned his back on your people. He has broken the sacred contract between deities and mortals. He has betrayed you. You see, we are alike, you and I. Wife and son, wounded by husband and father. Unfaithful in matrimony, he discards his oaths for lesser creatures. Irresponsible in patriarchy, he discards his mortal subjects, like an ungrateful child tossing away his toys. Er hat also keinen Bock mehr, die Menschheit zu beschützen. Absolute, and the Olympians are compelled to obey. Without the seeds of Demeter, your crops fail. Without the grace of Artemis, your forests are barren. Without the gaze of Apollo, your minds stumble in darkness. But I, as queen, am not so easily cowed. Step to the altar, Nicandrios. Machen wir. Wir steppen. I present to you a choice. Ascend Mount Olympus, strip these callous gods of their power, and cast down Zeus from his lofty throne. Stand up to the cruel deities of Olympus and earn your people's salvation. Or remain here,
without the gifts of the gods and watch your world turn to ashes. Das ist ja eine tolle Entscheidung. For too long has my husband escaped the consequences of his actions. But together we will take what is owed. Okay. Was passiert jetzt? Kommt jetzt Chapter 2? Okay, ich würde doch sagen, hier halten wir das Ganze mal an. Kann ich das hier speichern? Save Game. Das mache ich mal und dann nehmen wir hier 0 Empty. Game saved. Gut, und damit gehe ich mal wieder zurück ins Hauptmenü. Ja, und ich muss sagen, das war jetzt mal ein Einblick in Apotheon. Wie gesagt, ich habe mir das geholt bei Good Old Games für gar nicht so teuer. Das war mal irgendwann in der Aktion. Und ich muss sagen, der Grafikstil und das Ganze vom Gameplay gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich finde, es gibt viel zu wenig Games, die irgendwie mit der Antike zu tun haben. Und so wie das hier gemacht ist, gefällt es mir echt hammermäßig. Mich würde mal interessieren, wie euch das Game gefallen hat. Und falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das honorieren würdet mit einem Däumchen nach oben. Noch geiler wäre es natürlich, meinen Kanal zu abonnieren, weil das motiviert ungemein zum Weitermachen. Und ansonsten bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Tomaniac.